Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, innerhalb der Biodiversität haben wir es denn endlich mal zu den Säugetieren, den Mammalias, geschafft. Und ihr seht, wir sind jetzt bei Vorlesungsreihe 18. Das bedeutet, wir haben 17 Präsentationen, Schrägstrich Vorlesungen bis hierhin uns schon angehört oder angeschaut. Und dabei sind wir quasi vom Ursprung, vom einfachsten aller einfachen Einzeller, direkt auf geraden Weg, ohne Umwege zu den Säugetieren gelaufen, haben trotzdem so viele, ja, ich sag mal, Gruppen vorher kennenlernen müssen, ehe wir denn jetzt vom Stamm und der Wurzel des Baumes, des Lebens, bis zu diesen kleinen Zweig gekommen sind, da wo die Säugetiere drin sind. Aber da wollten wir hin. Deswegen schauen wir uns die genauer an mit ihrer Taxonomie. Dann werde ich den Punkt des Bedrohungsstatus ansprechen, also quasi. Was ist ein Bedrohungsstatus? Wie wird der deklariert? Wozu dient er überhaupt? Denn das kann überaus wichtig sein. Ehe wir uns dann dem eigentlichen Thema der Biodiversität wieder widmen, das heißt uns die genauen Gruppen, Familienarten anschauen. Und hier fangen wir den Ursäugern, Proteria und Kloakentieren, Monotremata an. Die werden jetzt hier nicht von mir direkt getrennt, einfach weil sie quasi hier mehr oder weniger identisch sind. Dort schauen wir uns genau die Systematik an. Und dann die Schnabeltiere. Bei den Schnabeltieren, da geht es dann um Anatomie und Physiologie, Ökologie, Ernährung und Fortpflanzung. Und bei der anderen Gruppe der Ursäuger, die Ameisenigel, die Tachyclosidae, da schauen wir uns dieselben Punkte an wie beim Schnabeltier. Okay, soweit so gut, los geht's. Wir wissen ja, dass die Säugetiere in Aufbau, Lebensweise und Verhalten überaus vielfältig sind, aber da sie ja irgendwie zueinander gehören, müssen sie also auch gemeinsame Merkmale aufweisen. Und bei den Säugetieren ist es so, dass bis auf die Kloakentiere diese alle lebendgebärend sind, ihre Jungtiere säugen, Fell besitzen, ein Zwerchfell haben und dass alle vier Zahnformen und ein Zahnwechsel auftreten. Schauen wir uns also an. Es gibt dann die Ohrsäuger, Proteria, das ist eine Unterklasse der Säugetiere, ebenso wie die Unterklasse der Beutelsäuger. Und dann gibt es noch die höheren Säugetiere, die Euteria, die auch eine Unterklasse darstellen. Wir gehen aber erstmal zu den Proteria, nachdem wir uns dann natürlich den Bedrohungsstatus erst einmal angeschaut haben. Und ja, der regelt quasi, wie sehr ein gewisses Taxon vom Aussterben bedroht ist. Rechts seht ihr von der International Union for Conservation of Nature, der ihr entwickeltes Konzept. Gibt andere, die sind sehr ähnlich, aber das ist meines Erachtens das verbreiteste weltweit. Die IUCN, das ist die International Union for Conservation, überwacht den Bedrohungsstatus und hat folgende Kategorien eingeführt. Da haben wir hier ganz rechts stehend LC für Least Concern, das heißt also am wenigsten bedenklich, geringstes Risiko. Das bedeutet nicht mehr als, dass die Gruppe nicht bedroht ist und weit verbreitet vorkommt quasi. Um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann haben wir NT, Near Threatened, also nahe der Bedrohung. Das bedeutet, dass die Gruppe aktuell zwar nicht bedroht ist, aber für die Zukunft damit gerechnet wird, dass sie höchstwahrscheinlich bedroht sein wird, wenn sich denn nichts im aktuellen Verhalten ändert. Dann haben wir die Übergruppe der Threatened, also Bedrohten. Und das bedeutet einfach, dass diese Gruppen in naher Zeit ausgerottet werden könnten. Die unterteilen sich in VU, Vulnerable, also verletzlich. Es besteht also vermutlich eine hohe Gefahr, dass die Gruppe in freier Natur ausgerottet wird. Dann haben wir EN, Endangered, gefährdet. Es besteht vermutlich eine sehr hohe Gefahr, dass der einzige Unterschied, dass die Gruppe in freier Natur ausgerottet wird. Sprich, man sagt halt, dass bei denen ist es auch noch ein bisschen gefährlicher. Und CR, Critical Endangered, also kritisch gefährdet. Das bedeutet, hier vermutet man keine Bedrohung, sondern hier kann man nachweislich dokumentieren, es existiert hier eine große Gefahr, dass diese Gruppe in freier Natur irgendwann ausgerottet wird. Dann haben wir EW, Extinct in the Wild, also in freier Natur ausgerottet. Das bedeutet einfach, die Gruppe existiert nicht mehr in der freien Natur, sie kommt halt nur noch Privatsammlungen, Zoos etc. quasi unter menschlicher Obhut vor. Dann haben wir EX für Extinct ausgerottet. Tja, das heißt, da war es zu spät, diese Gruppe gibt es nicht mehr. Nicht hier aufgeführt, da meistens gar nicht erst angegeben wird, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es erwähnen, ist DD. Data Deficient, also Datenmangel.
Ja, wie es der Name schon sagt, es liegen halt nicht genügend Daten vor, um eine Aussage zu treffen. Und dann haben wir ein E, not evaluated, also nicht evaluiert. Das bedeutet, diese Gruppe existiert zwar, aber eingestuft wurde sie noch nicht. Also man kann nichts über den Bedrohungsstatus sagen. Gut, so viel zum Thema Bedrohungsstatus. Weiter zum eigentlichen Thema. Hier die Ursäuger, Proteria und Kloakentiere, Monotremata. Und die Unterklasse umfasst halt nur die Kloakentiere, weshalb diese hier näher erläutert werden. Der Name der Kloakentiere leitet sich von den griechischen Worten Mono für einzig und Trema für Loch ab und beschreibt das Geschlechtsorgane, Harnleiter und Darm, in nur einer einzigen Öffnung, das ist die sogenannte Kloake, münden, wo auch der deutsche Name Kloakentiere kommt. Wichtigstes Erscheinungsmerkmal besteht darin, dass sie nicht lebendgebärend, also vivipar, sondern eierlegend, ovipar sind. Weitere Merkmale bestehen darin, dass sie eine Größe von 0,3 bis 0,7 Meter haben, also nicht besonders groß sind für menschliches Ermessen, bei einem Gewicht von 1 bis 16 Kilogramm und sie haben keine Schnurrhaare, das sind Vibrissen, aber sie haben Elektrorezeptoren im Schnabel, mit denen elektrische Felder, wie vom Beute natürlich, wahrgenommen werden können. Das Tränenbein und das Zwischenscheidebein des Schädels fehlen. Und ihre Halswirbel weisen Rippen auf, sogenannte Halsrippen. Haben wir nicht mehr. Systematik der Kloakentiere, also Systematik der Monotremata. Hier haben wir hier unsere Ursäuger mit den Kloakentieren. Und die teilen sich in die Schnabeltiere Ornithorhynchus, das ist eine Gattung, und die Familie der Ameisenigel Tachyclosidae auf. Ja, zu den Schnabeltieren können wir sagen, dass das Schnabeltier Ornithorhynchus anatinus die einzige Art innerhalb der Gattung der Schnabeltiere ist. Und das namensgebende Merkmal ist der flache Schnabel, der für Säugetiere untypisch ist und eher an eine Ente erinnert. Der restliche Körper, besonders der Schwanz, wirkt biberartig. Und sie können eine Körperlänge von bis zu 55 cm bei einem Gewicht von bis zu 2,5 Kilogramm erreichen. Vorkommen tun sie in Süßgewässern des südöstlichen und östlichen Australiens. Kommen wir damit zur Anatomie und Physiologie, gehen also quasi hier ein bisschen in die Details. Die erwachsenen Tiere, die Adulten, haben keine Zähne mehr. Und die männlichen Tiere haben, hier rechts gut dargestellt, auf Knöchelhöhe an den Hintergliedmaßen ca. 1,5 cm lange Giftsporne. Das Gift ist eine Sache, die ist typisch das typische Insekten- und Echsenartige. Für Säugetiere ist Gift eher eine untypische Ausstattung, was es quasi wieder ein großes Unterscheidungsmerkmal zu den eigentlichen Säugern darstellt. Das Gift wird während der Paarungszeit in Drüsen produziert, die sich im Hinterleib befinden, und dient wahrscheinlich für den Paarungskampf um Weibchen. Das Gift besteht aus fünf verschiedenen Wirkstoffen, welche für kleinere Säuger tödlich sein kann. Bei Menschen sorgt es für sehr schmerzhafte Schwellungen, die über Monate anhalten und nicht mit Morphium gelindert werden können. Sprich, wer ein Schnabeltier begegnet, bitte aufpassen. Bei den Wirkstoffen handelt es sich um Defensin-like Peptide, DLPs, Ornithorhynchus venom natriuretic peptide, kurz OVCNP, Ornithorhynchus nerve growth factor, ONGF, Hyaluronidase und E2D-Peptide-Isomerase. Schnabeltiere verfügen über spezielle Elektrorezeptoren im Schnabel, welche elektromagnetische Felder wahrnehmen können. Das hatten wir jetzt schon angesprochen bei den Kloakentieren. Und die Augen verfügen über Doppelzäpfchen, deren genaue Funktion neben dem Farbsehen unbekannt ist. Die kommen bei Säugern üblicherweise auch nicht vor. Wir haben alle quasi normale Zäpfchen. Kommen wir damit zur Ökologie. Zu den natürlichen Feinden zählen größere Greifvögel, Moray-Dorsche, Buntwarane und Rautenpythons. Und die Schnabeltiere leben semiaquatisch, aber bevorzugt aquatisch, da sie sehr gute Schwimmer sind. Das heißt, sie kommen schon immer auch mal an Land vor, aber vorwiegend wird man sie im Wasser finden. Sie haben mehrere Baue, welche in der Regel von Vegetation verborgen sind und sich knapp oberhalb der Wasseroberfläche befinden. Ihr flacher Schwanz dient zur Navigation im Wasser und kann zudem als Greifwerkzeug verwendet werden, um Material zu transportieren.
Um kalte Witterung zu widerstehen, können sie mehrere Tage in den Torpor, eine Art Kältestarre, verfallen. Und ja, wie bei einem Winterschlaf kann man sich das vorstellen, sie erstarren halt, die Körpertemperatur sinkt und damit wird der Energiebedarf stark vermindert, womit sie längere Kälteperioden überstehen können. Zur Ernährung lässt sich sagen, dass sie Fleischfresser sind, also Karnivoren. Sie jagen ihre Beute, die aus Krabben, Würmern und Larven besteht, ausschließlich unter Wasser. Ihre Augen sind dabei geschlossen, sind eh nicht so gut funktionsfähig, brauchen sie auch nicht, denn sie haben in ihren Schnabel ja wunderbare Mechane- und Elektrorezeptoren, die genauestens die Bewegungen in Form von Wellen und elektrische Felder ihrer Beute, die meistens Sand verborgen sind, wahrnehmen und so gezielt erjagen können. Die Beute wirkt zunächst in Backentaschen, das sind Ausstülpungen im Maul, an die Oberfläche transportiert und dann dort verspeist. Zur Fortpflanzung lässt sich erstmal sagen, dass Schnabeltiere grundsätzlich Einzelgänger sind. Die Paarung erfolgt von Juli bis Oktober im Wasser und nach der Paarung gräbt das Weibchen bis zu 20 Meter lange Erdbaue, deren Ende es mit weichen Pflanzenteilen auskleidet. 12 bis 14 Tage nach der Paarung erfolgt die Ablage von 3 Eiern, die nach 10 Tagen Bebrütung schlüpfen und dabei werden 2,5 cm große Jungtiere frei, die dann mit der Muttermilch versorgt werden, die sie aus dem Fell lecken, da sie keine richtigen Zitzen haben. Die Menschen beteiligten sich hierbei nicht an der Aufzucht. Damit kommen wir zu den Ameisenigeln, den Tachycloidae. Und diese Familie kommt in Australien, Neuguinea und Tasmanien vor und ist dort in allen Regionen weit verbreitet. Sie sind sehr gut an ihre Lebensräume angepasst und haben viele effiziente Strategien entwickelt, sodass ihre Population als nicht gefährdet gilt. Trotz ihres Namens sind die eierlegenden Ameisenigel nicht mal annähernd mit den säugenden Igeln verwandt. Igel sind richtige Säugetiere. Hier haben wir halt zwar auch innerhalb der Gruppe der Säugetiere, aber nicht näher. Im näheren Sinne Säugetiere, da sie halt viele Eigenschaften nicht aufweisen. Ameisenigel erreichen eine Körperlänge von 35 bis 77 cm, bei einem Gewicht von 2,5 bis 16 kg und ein Alter bis 50 Jahren. Zur Anatomie und Physiologie lässt sich am ehesten sagen, dass das auffallendste Merkmal die hohlen, gelb bis schwarzen Stacheln sind, die bis zu 6 cm lang werden können und sie quasi damit den Begriff Igel verliehen bekommen haben, weil sie halt dem so ähnlich sehen. Neben den Stacheln haben sie braunes bis schwarzes Fell, welches in kalten Regionen länger als die Stacheln werden und diese damit verdecken kann. Trotz Fell haben sie nur eine geringe Thermoregulation, sodass sie nur bei passender Umgebungstemperatur in der Regel zur Dämmerung aktiv sind. Ihre kurzen Füße verfügen über 5 Zehen, von denen 3 bis 5 Grabklauen zum Graben verfügen. Zudem haben Menschen einen Stachel am Knöchel, über den jedoch kein Gift, sondern ein Sekret zur Paarungszeit abgegeben wird, dessen Funktion allerdings noch unbekannt ist. Der Kopf ist langgezogen, spitz und verfügt über Elektrorezeptoren, um Beute zu lokalisieren. Diese wird mit der bis zu 18 cm langen klebrigen Zunge in den kleinen Maul befördert. Zudem haben sie sehr, sehr kleine Augen, die auch nicht sehr gut funktionieren, aber dank ihrer Elektrorezeptoren benötigen sie auch keine besonders starke Sehfunktion. Zur Ökologie lässt sich sagen, dass die Ameisenigel an ihre Umgebung sehr gut angepasst sind und bis zu 50 Jahre alt werden können. Das hatten wir schon, ja. Und sie sind in der Lage, sich bei Bedrohung teilweise einzugraben, sodass nur noch ihre Stacheln erreichbar sind oder sie rollen sich zu einer stacheligen Kugel zusammen, wie hier auf dem Bild dargestellt. Ja, das macht sie natürlich als Beute recht unattraktiv, weswegen sie kaum natürliche Feinde haben. Und da sie nur über geringe Thermoregulation verfügen, sind sie nur bis Temperaturen von 32 Grad aktiv. Ansonsten ruhen sie in hohlen Baumstümpfen, Erdhöhlen und Felsspalten. Sie sind außerhalb der Paarungszeit einzelgängerisch und standorttreu. Das bedeutet, dass sie innerhalb desselben Reviers bleiben und dieses nur in Ausnahmefällen verlassen, wie zum Beispiel, wenn Bedrohungen vorherrschen, wie ein Waldbrand oder so. Ameisenigel sind Bodenbewohner, die jedoch erstaunlich gut schwimmen können. Revierverhalten gibt es quasi nicht.
Und zur Ernährung lässt sich sagen, dass die Ameisenigel Karnivoren, also Fleischfresser sind, die sich hauptsächlich von Termiten, Würmern und kleinen Insekten ernähren. Dazu brechen sie mit ihrem Maul und/oder ihren Grabkrallen morsches Holz und Termitenbauten auf oder durchwühlen Felsspalten und Pflanzenreste auf der Suche nach Nahrung. Sie haben eine lange, klebrige Zunge, mit der sie Beutetiere erjagen und verzehren können. Die Fortpflanzung ist bei den Ameisenigeln eine ganz spezielle Sache. Zunächst sollten wir erstmal erwähnen, dass die Weibchen im Juli bis August läufig werden und dann strömen sie ein Pheromon aus, welches Menschen anlockt. Die Menschen verfolgen dann das Weibchen wie eine Karawane. Man hat schon beobachtet, dass bis zu 10 Menschen da ein Weibchen hinterher dackeln, sage ich mal. Und dieser Prozess kann über mehrere Wochen andauern, ehe das Weibchen sich dann doch paarungsbereit zeigt. Das ist natürlich eine anstrengende Sache, jemanden die ganze Zeit zu folgen, ohne zwischendurch mal was zwischen die Zähne zu kriegen. Deswegen können die Menschen in dieser Zeit bis zu 25% ihres Körpergewichtes verlieren. Wenn das Weibchen denn dann paarungsbereit ist, beginnen die Menschen einen Graben, um sie zu begraben, und schubsen sich aus diesen heraus, bis eines übrig bleibt. Also eindeutig ein Paarungskampf. Danach erfolgt ein vierstündiges Vorspiel, bei dem das Männchen versucht, den Hintern des Weibchens anzuheben. Gelingt das irgendwann und lässt sie zu, erfolgt daraufhin die Paarung, die wiederum bis zu 3 Stunden dauern kann, ehe Männchen und Weibchen dann wieder getrennte Wege gehen. Es dauert dann 3 bis 4 Wochen, bis das Weibchen 1 bis 3 cremefarbene weintraubengroße Eier legt. Die ist dann 10 Tage in einen Eibeutel, der zuvor ausgebildet wurde, bebrütet. Die Jungen schlüpfen danach und verbleiben 8 Wochen im Eibeutel, ehe sie diesen verlassen und in einen Bau gelegt werden. Es vergehen 7 Monate, dann werden die Jungen entwöhnt und verlassen den Bau, doch erst nach einem Jahr trennen sie sich endgültig von der Mutter. Ja, das war der Theorieteil. Jetzt kommen wir wieder zu denen, ich nenne es jetzt mal am ehesten Praxisteil, wo ich doch sage, dass ihr an dieser Stelle vielleicht die Präsentation am besten pausiert, euch Stift und Papier zur Hand nehmt und versucht, die Übungen, die ich mir ausgedacht habe, die Aufgaben, die hier stehen, zu lösen. Ich springe dann direkt mal gleich zu den Lösungen und wir vergleichen dann zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das euch alles merken konntet und jetzt entsprechend die Fragen gut beantworten könnt. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Okay, kommen wir zur Lösung. Hierfür benötige ich 5 Folien. Die erste Aufgabe lautete: Gib für folgende Gruppen an, welcher Bedrohungsstufe sie unterliegen. A. Die Gruppe ist in der freien Wildbahn ausgerottet, es gibt aber noch Exemplare in Zoos. Das wäre EW, Extinct in the Wild, also in freier Natur ausgerottet. Dann haben wir B. Die Gruppe ist nicht bedroht, aber sie steht kurz davor, bedroht zu werden. Das NT near threatened, also nahe der Bedrohung. Dann haben wir C. Aufgrund von Datenmangel kann keine gesicherte Aussage getroffen werden. Ja, das ist das Kürzel DD für Data Defizient, Datenmangel. Zweitens. Was ist die einzige Untergruppe der Unterklasse der Ohrsäuger Proteria und welchen taxonomischen Rang hat diese? Was ist ihr wichtigstes Merkmal, welches für Säuger sehr untypisch ist? Gut, hierbei kann es sich nur um die Kloakentiere handeln und das wichtigste Merkmal ist wohl, dass sie nicht lebend gebären, also nicht vivipar sind, sondern Eier ablegen und damit ovipar sind. Drittens. Welche Besonderheit haben männliche Schnabeltiere Ornithorhynchus anatinus gegenüber den weiblichen und wozu dient diese wahrscheinlich? Ja, mal von Geschlechts Sachen abgesehen, haben sie an den Hintergliedmaßen Giftspurne, die die Weibchen nicht haben, und die enthalten während der Paarungszeit Gift, welches höchstwahrscheinlich deswegen dem Revierkampf dient. Viertens, wovon ernähren sich die Schnabeltiere? Nennt mindestens 2 Beispiele und erläutere, wie sie ihre Beute aufspüren. Ja, Schnabeltiere sind Fleischfresser, Karnivoren, welche sich von Krabben, Würmern und Larven ernähren. In ihrem Schnabel befinden sich Mechan- und Elektrorezeptoren, mit denen sie genauestens die Bewegungen, zum Beispiel in Form von Wellen und elektrischen Feldern ihrer Beute, wahrnehmen können. Und ja, haben sie dies dann wahrgenommen, dann können sie diese natürlich gezielt erjagen.
Fünftens. Warum haben die Ameisenigel, Tachyglossidae, kaum natürliche Feinde? Ja, sie haben massiv viele Stacheln und die Fähigkeit, sich zu einer stacheligen Kugel zusammenzurollen. Das ist natürlich nicht unbedingt zum Verzehr geeignet und macht sie als Beute deswegen sehr unattraktiv. Sechstens. Erläutere die Fortpflanzung der Ameisenigel. Also, werden die Weibchen Juli bis August läufig, strömen sie ein Pheromon aus, welches Menschen anlockt. Diese verfolgen dann das Weibchen wie eine Karawane mit bis zu 10 Menschen, die über mehrere Wochen andauert, ehe das Weibchen sich dann paarungsbereit zeigt. Dabei können sie bis zu 25% ihres Körpergewichtes verlieren, weil sie ja zwischendurch auch nichts mehr essen. Wenn das Weibchen dann paarungsbereit ist, beginnen die Menschen einen Graben um sie herum zu graben und dann erfolgt ein Paarungskampf, in dem sie versuchen, sich aus diesem Graben herauszuschubsen, bis halt irgendwann mal einer übrig bleibt, höchstwahrscheinlich der Stärkste. Es kommt dann zu einem vierstündigen Vorspiel, bei dem das Männchen versucht, den Hintern des Weibchens anzuheben. Und wenn er das geschafft hat, kommt eine Paarung, die ungefähr 3 Stunden dauern kann, ehe Männchen und Weibchen wieder getrennte Wege gehen. 3 bis 4 Wochen danach legt das Weibchen 1 bis 3 cremefarbene weintraubengroße Eier, die ist dann 10 Tage lang in einen Eibeutel, der zuvor ausgebildet wurde, bebrütet. Die Jungen schlüpfen danach und verbleiben 8 Wochen im Eibeutel, ehe sie diesen verlassen und in einen Bau gelegt werden. Nach 7 Monaten werden die Jungen dann entwöhnt, verlassen den Bau, doch erst nach 1 Jahr trennen sie sich dann endgültig von der Mutter. Okay, damit sind wir beim Ende der heutigen Vorlesung angelangt. Wie versprochen, wir kamen bei den Säugern raus, auch wenn es eine Weile dauerte. Haben jetzt erstmal die Säuger behandelt, die nicht ganz so hineinpassen. Hier in dem sind die Kloakentiere in Form Schnabeltiere, Ameisenigel. Die Ameisenigel kann man jetzt noch in verschiedene Arten unterscheiden. Das werden wir dann im nächsten Video machen. Und ja, im übernächsten Video gehen wir dann halt noch tiefer in die Säugetiere rein und schauen uns nach und nach dann dort alle Arten an, die es da gibt. Bis dahin hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich über eine gute Bewertung freuen. Ein Daumen hoch hilft mir auch sehr. Und wenn es euch gefällt, dann abonnieren, weitererzählen, mich empfehlen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin sage ich Tschüss.